Hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video. Ich glaube, das sagt man heutzutage so bei YouTube. So. Diesmal rund um das Thema, wir bauen unseren Bulli um. Ich habe keinen Plan, was da gemacht werden soll. Also technisch gesehen keinen Plan. Ich weiß so grob, um was es geht. Was genau wir hier vorhaben, das erzählen wir euch nach unserem Intro. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Baumarkt in unserer schönen kleinen Stadt hier, wo wir wohnen. Aber bevor wir da hinfahren, essen. Erstmal eine schöne Bratwurst, danach noch zum Dönerladen, weil wir haben noch nichts gegessen heute. Das wird auch so kein Running Gag werden zu den ganzen anderen Videos, die wir sonst so haben. Aber was soll das, Uhrzeit? Sag doch mal, wie spät es ist. Achso. Ich soll sagen, wie spät es ist. Es ist 17.45 Uhr. Also da sieht man schon, Zeit zum Essen. Und ja, wie gesagt, erstmal Bratwurst, dann Baumarkt. Und im Baumarkt erklärt Stefan euch, was wir eigentlich vorhaben. Also sprich, was meine Idee war, die er umsetzen muss. So, gegessen haben wir und jetzt geht's ab in den Baumarkt. In welchem Baumarkt wir natürlich sind, verraten wir nicht, weil es ist ja Schleichwerbung. Und ich hoffe, dass wir die Teile kriegen, die wir brauchen. Ich weiß zwar nicht, was wir brauchen, aber das werden wir dann sehen. So, angekommen am Auto, wir haben ein paar Sachen eingekauft, unter anderem ein paar Schrauben, das wäre dann das Winkel, weiß nicht, ob man sie sehen kann, dann im Prinzip noch eine Unterlage für einen Blechwinkel, den haben wir hier an der Seite, das ist ein Alu-Blechwinkel und das Ganze wird eine Halterung für eine, ja, für so eine Solarplatte, um uns ein bisschen autarker zu ja, gestalten oder beziehungsweise dass wir ein bisschen autarker sind, haben wir uns gedacht, wir werden einfach mal ja, so eine Solarplatte nachrüsten auf unsere Batterien, die dann im Prinzip über die Sonne unsere Batterien laden können und wir auch dementsprechend die Elektronik, die man vielleicht zum Video drehen oder halt auch für Laptop und Co. Benötigt, halt zu haben. Genau. Gestern noch im Baumarkt gewesen und heute kam die Post an. Ist fast wie Weihnachten. Große Geschenke. Ich weiß aber gar nicht, was da angekommen ist. Und ich hoffe, dass Stefan erklären kann, was da eigentlich jetzt in den Paketen drin war. Ich denke schon. Ja, nun haben wir uns ein bisschen Platz hier geschaffen, um die ganzen Sachen mal auszubreiten. Heute kam nämlich unser Solarpanel. Was man hier ganz gut sehen kann. Das ist ein 100 Watt Panel und soll uns ja, hoffentlich autark halten. Ich hoffe, dass es reicht. So grob mal übergerechnet müsste es aber hinhauen. Zudem haben wir die Sachen, die wir gestern im Baumarkt gekauft haben, wie so ein paar Schrauben, ein bisschen Unterlegmaterial, um das Auto selber nicht zu beschädigen. Die Winkel, die auf dem Auto befestigt werden und die wir als Rahmen für das Solarpanel nutzen und um noch ein bisschen weiter abzukommen vom Auto, habe ich mir noch ein Flacheisen, was ich noch auf Lager hatte, sozusagen besorgt oder noch
wieder hervorgekramt und will das jetzt sozusagen verbauen. Zudem haben wir noch ein Solarmodul dazu bekommen. Das Solarmodul sorgt dafür, dass das von 18 Volt auf 12 Volt runter transformiert wird, damit wir auch dementsprechend die Batterie laden können. Und ein paar Kabel dazu, die dürfen auch nicht fehlen. Genau, fange ich mal an mit Sägen. Das werden wir wahrscheinlich am schnellsten Schnitzel machen. Ja. Na, das sowieso. Also, gesägt haben wir jetzt alles. Jetzt heißt es, die Teile noch entgraten. Während ich hier arbeite, ist Marcel am Schneiden der ersten Videos. Also sprich, ich glaube, es ist Video 2, Marcel, oder? Korrekt. Genau, also Video 2, was am Samstag dann online gestellt wird. Und wir produzieren ja schon das Video für in circa 3 Wochen. Werden wir dann sehen, wann wir das online stellen. Genau, jetzt mache ich weiter mit Entgraten. Ja, hallo zusammen. Wir haben den nächsten Tag. Ich habe vor ungefähr einer Stunde angefangen, weiter was zu bauen. Was ich jetzt gemacht habe, ist die restlichen Teile entgratet. Ich habe Löcher gebohrt für diese Schrauben sozusagen. Habe die Winkel angesetzt, habe das Ganze schon mal befestigt und zusammengeschraubt und habe das einfach einmal zusammengestellt. Wir müssen jetzt noch 4 Schrauben oder beziehungsweise 4 Löcher für dieses Panel setzen, damit das Panel mit den Winkeln befestigt ist, um dass wir danach weiter vorgehen können, dass wir diese Schienen, die wir am Auto befestigen, hier an diesem Gestell noch befestigen können, so dass wir dann diese Winkel auch später am Fahrzeug fest verschrauben können, so dass wir die nicht mehr abnehmen müssen, sondern nur noch hier diese Verschraubung zu dem Gestell sozusagen abschrauben müssen. Denn wenn wir mit einer Fähre fahren würden, dann müssten wir halt Höhenaufpreis zahlen und das wollen wir vermeiden. Deswegen ist das Ganze auch abnehmbar. Außerdem passt der Wagen nicht mehr in die Garage rein, weil ich habe eine Standardgarage, die maximal 2 Meter hat und der Wagen ist 2 Meter, also würde da kein Panel mehr mit
aufs Dach passen. Genau. Und alles Weitere, wie es jetzt weitergeht, ich mache einfach mal weiter und wir sehen uns dann bei irgendeinem anderen Schritt. Ja, das Panel haben wir gerade mal getestet, wollten mal kurz gucken, wie viel Volt das so ergibt, ob es überhaupt ein bisschen Spannung rausgibt, weil wir sind hier im, ja, im Raum. Und ich muss sagen, wir haben, obwohl wir in einem Haus sind und die Sonne nur durchs Fenster geschienen ist vorhin, hatten wir schon 19 Volt. 18 Volt soll es bringen, also eigentlich hatte es schon volle Leistung. Wir warten mal ab, wie die Ergiebigkeit ist. Ich denke, es wird auf jeden Fall ausreichen. Ja, also, wie man eben schon sehen konnte, wir haben das Solarpanel aufs Dach geschraubt. Das hat soweit gut geklappt, alles war gut vorbereitet. Nun werden wir uns an die Steuerung machen. Die Steuerung sieht so aus. Ich habe hier auch schon ein bisschen was vorbereitet, dass ich gesagt habe, oder dass ich hier schon mal die Leitung vorbereitet habe, dass ich sie nur noch anstecken muss, beziehungsweise noch an die Batterie anklemmen muss. Das geht relativ, denke, hoffe ich mal, einfach. Wir werden das gleich sehen. Zuerst werde ich jetzt erstmal das Panel hier anschrauben. Nämlich wird es hier sitzen, weil wir das ja noch bedienen wollen. Und das haben wir uns gedacht, das ist ein guter Punkt dafür, wo wir dann auch noch gut rankommen und falls mal irgendwas ist oder sowas, dass man auch noch mal eine Fehlermeldung oder irgendwas ablesen kann. Genau, damit beginne ich jetzt. So, wie man sehen kann,
Hier herrscht etwas Unordnung. Das ist halt immer so, wenn man baut. Ja, soweit so gut. Ich teste gerade anhand der Kühltruhe, dass ich mal Spannung von der Batterie wegnehme, ob die Solarzelle arbeitet. Man kann mal rausgucken. Wetter ist jetzt nicht so super toll. Es regnet. Aber das ist jetzt das Modul. Ich hoffe, man kann es jetzt sehen. Das ist die Steuereinheit. Wenn wir jetzt hier mal schauen, aktuell haben wir eine Batterie Spannung von 12,7, 12,8. Das wechselt immer. Wir haben dann die Möglichkeit, ins Menü reinzugehen und mal zu gucken, wie viel Grad hat dieses Gerät hier. Das sind 16 Grad. Und auf der nächsten Seite sehen wir, mit wie viel Ampere jetzt aktuell die Batterie geladen wird. Das sind immerhin bei so einem Wetter 0,2. Eben als es heftiger geregnet hatte, hatte ich sogar 0,4 Ampere. Das ist schon relativ viel dafür, dass im Prinzip gar keine Sonne da ist. Also ich bin mal gespannt. Ich würde nachher nochmal testen, wie es aussieht, wenn wir... Ja, wenn wir die richtige Sonne haben. Ich hoffe, dass heute nochmal die Sonne rauskommt. Das ist so ein bisschen Aprilwettermäßig, obwohl wir Anfang März haben. Ja. Und von daher schauen wir mal. Der Einbau hat soweit ganz gut geklappt. Kann ich mich jetzt nicht beschweren. Ich habe aktuell noch die Leitung nicht richtig verlegt. Das heißt, es ist das Solarpanel nur auf dem Dach aufgeschraubt. Angeschlossen, angesteckt sozusagen, und die Solar- oder die Leitungen, die gehen einfach nur ins Wageninnere. Hier hängen sie im Moment rum. Wir haben uns dazu entschlossen, einen kleinen Kabelkanal da anzubauen, dass wir die Kabel hier nicht direkt vorne rumliegen haben, sondern dass wir sie auch ja, da einmal dran langführen können. Ja, wie man sehen kann, Sonne ist jetzt da. Jetzt schauen wir mal, was das Solarmodul sagt. Ich hoffe, man kann das erkennen. Aktuell eine Ladespannung von 12,8 Volt. Ja, gehen wir mal gucken. 16 Grad, 1,2 Ampere. Die Batterien haben sich eben schon mit 2,4 Ampere geladen. Ich denke, das hängt auch ganz stark davon ab, wie leer die Batterie ist. Da sie hier nicht wirklich leer ist, denke ich, wird da nicht so viel laden. Aber das wird anders aussehen, wenn die Batterien leer sind. Ja, herzlich willkommen zum Fazitvideo zum Einbau der Solaranlage. Mittlerweile hatten wir eine Reise, wo wir schon mal ein bisschen testen konnten. Wir hatten Sonne als auch Regen, sehr viel Schnee, oder Regen und Schnee eher gesagt, sehr viel. Und da hat die Solaranlage auch schon was gebracht. Also wir haben immer konstant so um die 0,34, teilweise dann halt auch 5 oder 6 Ampere gehabt. Das war richtig gut. Jetzt haben wir hier draußen super gutes Wetter. Wir haben gerade mal die Kühltruhe angeworfen, weil man muss sagen, dass ja, dass es aktuell die Batterien voll sind und daher wird natürlich auch nichts großartig in die Batterien eingeladen. Also musste ich einfach mal einen Verbraucher anschalten. Hab die Kühltruhe genommen. In dem Moment, wo ich die Kühltruhe angeschmissen habe, das wird euch der Marcel dann nachher auch nochmal einblenden, ja, hat er sozusagen 2,9 Ampere, also fast 3 Ampere Ladung gehabt. War echt super bei dem Wetter. Wir haben jetzt Temperatur hier draußen von, ja, wie viel ist hier ungefähr, 17 Grad ungefähr. Und das war tipptopp. Ja, kommen wir mal zu den Kosten. Das Ganze hat uns ein bisschen... ja, paar Euros gekostet, das ging aber, es hielt sich alles in Grenzen. Also Kosten. Fangen wir mal an. Als erstes braucht man natürlich das Solarpanel. Genau. Dann haben wir ein bisschen Leitungen gehabt, die wir brauchten.
Wir haben das Steuermodul gehabt. Das ist ganz wichtig. Und wir haben natürlich auch, damit wir das am Fahrzeug befestigen können, noch so ein paar Aluminiumrahmen und ein bisschen Streben, Schrauben und so weiter und so fort gehabt. Zusammengerechnet, also das Solarpanel hat 83 Euro gekostet. Das muss ich jetzt selber ablesen, weil sonst vergesse ich, das habe ich sonst vergessen. Die Kabellage hat 25 Euro gekostet und das sollen ja auch dichte Kabel sein. Also wasserdichte Kabel. Dann haben wir diese Steuereinheit, die hat 17 Euro knapp gekostet. Wir haben dann die Aluminiumwinkel gehabt, die lagen bei 46 Euro insgesamt. Da haben wir, glaube ich, zwei Meter oder sowas, also 4 Meter ungefähr gehabt, glaube ich. Genau. Ja, und diverses an Schrauben und so weiter, das waren wir ungefähr bei 15 Euro. Ja, und insgesamt sind wir auf 186 Euro dann gekommen. Genau. Das ist eigentlich relativ günstig, wenn man überlegt, was für Mehrwert man doch dadurch hat. Und teilweise sind die Teile doch teurer. Also wenn man jetzt zum Campingausstatter geht, dann zahlt man da dementsprechend mehr. Wir haben natürlich das große A genommen. Ja, vielleicht rein aus Bequemlichkeit, würde ich sagen. Genau. Ja, und ja, bleibt mir eigentlich nicht mehr zu sagen, als ich hoffe, es hat euch gefallen, so ein Technikvideo. Wenn ihr gerne mal mehr haben wollt, sagt uns auch gerne mal, welches Thema vielleicht, wo wir euch mehr zu erklären können oder erzählen sollen. Und ansonsten liken, teilen, abonnieren, ganz wichtig. Und dann sehen wir uns bald wieder bei einer neuen Folge von Kreuzfahrtbulli.